Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dieses Mal eine ganze Woche lang für euch meine Workouts gefilmt, um euch mal zu zeigen, wie ich zurzeit trainiere, beziehungsweise genauer gesagt, wie ich in dieser Woche trainiert habe. Bei mir sieht nämlich jede Woche etwas anders aus. Wir befinden uns immer noch im Lockdown und die Fitnessstudios und Tanzstudios sind auch immer noch geschlossen. Deswegen werdet ihr im heutigen Video hauptsächlich Homeworkouts sehen. Am Montag habe ich mit einem 15 Minuten Bootyband Workout von Sammy Clark angefangen. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr mit Bootybands trainiert, deswegen wollte ich das unbedingt mal wieder in ein Workout einbinden. Wenn ich mir mal nicht sicher bin, welches Workout ich machen möchte, dann schaue ich eigentlich immer erst bei YouTube vorbei und lasse mich dort etwas inspirieren. Das Resistance Band hat die Übungen einfach so viel schwerer gemacht. Es war richtig anstrengend, wie ihr auch an meinen roten Wangen hier sehen könnt. Danach habe ich noch ein 15 Minuten Leg Workout gemacht, ebenfalls von Sammy Clark und ebenfalls mit einem Booty Band. Diese Übung hier hat so in den Beinen gebrannt, ich sag's euch, und die Leg Lifts haben es auch nicht besser gemacht. Nach diesen insgesamt 30 Minuten habe ich den Muskelkater einfach schon kommen sehen und ich war so froh, als es endlich vorbei war. Wenn ihr übrigens Sammy Clark und ihre Workouts noch nicht kennt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen. Ich mag sie total gern und auch ihre Workouts, auch wenn diese richtig anstrengend sind. Das Rezept für meine Overnight Oats und den Chia Pudding, den ihr auf Instagram und in meinen YouTube-Videos schon gesehen habt, habe ich übrigens auch von ihr. Wie ich es am Montag schon richtig vermutet hatte, hatte ich am Dienstag richtig Muskelkater und habe deswegen einen Rest-Day eingelegt. Außerdem war mein Arbeitstag auch recht anstrengend, deswegen wollte ich meinem Körper etwas Gutes tun und habe mir zwei Yoga-Flows auf YouTube rausgesucht. Angefangen habe ich mit 20 Minuten Stress-Relief-Yoga von MadFit und habe danach noch ein 23 Minuten langes Feel-Good-Yoga gemacht von Yoga with Adrienne. Das hat richtig, richtig gut getan und hat mich auch total entspannt. Am Abend musste ich dann noch etwas Obst mit geschmolzener Schokolade essen. Da werde ich in letzter Zeit nämlich immer schwach. Als ich Mittwoch am Nachmittag nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, war ich eigentlich ziemlich müde, aber es war draußen einfach so schön warm und sonnig. Endlich ist der Frühling in München angekommen, sodass ich einfach nicht den ganzen Tag drin sitzen wollte. Deswegen habe ich mir Sportklamotten angezogen und mein Training nach draußen verlegt. Ich habe mit einem 1,8 Kilometer Warm-Up-Lauf begonnen und dann noch einige Übungen gemacht. Ich habe angefangen mit 12 Jumping Squats und 20 Mountain Climbern und das Ganze dreimal wiederholt. Danach habe ich noch solche Planks gemacht, in denen ich das Knie zur Brust ziehe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Übung einen speziellen Namen hat, aber jetzt seht ihr, was ich mache. Das habe ich insgesamt 20 Mal gemacht, also 10 Mal pro Bein. Und anschließend noch solche Planks, in denen ich abwechselnd das Bein gehoben habe und das auch insgesamt 20 Mal, also 10 Mal pro Bein. Im Anschluss an die Übung habe ich noch Bulgarian Split Squats gemacht. Ich hasse diese Übung eigentlich, weil sie so sehr in den Beinen brennt. Sie ist aber unglaublich effektiv, deswegen versuche ich sie hin und wieder in mein Workout einzubauen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wie viele Wiederholungen ich davon gemacht habe. Aber ich denke mal 12 pro Seite, mehr hätte ich glaube ich nicht gepackt, die war nämlich wirklich, wirklich anstrengend. Danach habe ich noch abwechselnd 10 Skater und 20 High Knees gemacht und das 4-mal wiederholt. Und wie ihr gemerkt habt, ich habe die Übungen willkürlich ausgesucht, also das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte oder was ich gut angefühlt habe und mir jetzt keinen genauen Plan zurechtgelegt. Deswegen unterscheiden sich auch die Rundenanzahl oder die Wiederholungen. Das war dann aber auch schon mein kleiner Zirkel. Das hat mir dann aber auch total gereicht. Ich bin aus der Puste gekommen, es hat sich gut angefühlt und schließlich musste ich ja auch noch die 1,8 Kilometer wieder heimjoggen. Wieder zu Hause angekommen, habe ich mich in meinem Garten noch etwas gedehnt, meine Muskeln gelockert und mir danach auch noch einen EAA-Drink gemacht. Das mag ich vor allem nach dem Joggen immer ganz gern. Am Donnerstag habe ich mal wieder das 8-Wochen-Fitnessprogramm Sweated Reload von Sarah Stay rausgekramt und mir daraus ein Workout ausgesucht. Vielleicht kennt ihr es ja noch von einigen meiner früheren Videos. Ich mag es eigentlich total gerne, nur schaffe ich es nie, die 8 Wochen komplett am Stück durchzuziehen und suche mir deswegen immer sporadisch Workouts aus. Ich hatte an dem Tag ehrlich gesagt absolut keine Lust auf ein anstrengendes HIIT-Workout, deswegen habe ich mich für den Ballet Booty Burner entschieden. Das ist ein Pilates-Workout, das an Ballett angelehnt ist und deswegen auch etwas entspannter ist. Es ist immer noch anstrengend, aber wesentlich angenehmer als ein HIIT-Workout.
Das, was mich an einem E-Book-Workout ab und zu einfach nur stört, ist, dass ich immer wieder aufs Handy wegen der Stoppuhr schauen muss und auch immer wieder ins E-Book reingucken muss, weil ich mir die Übungen nicht immer merken kann, denn jede Übung hat immer eine andere Anzahl von Wiederholungen und das lenkt mich irgendwie immer vom eigentlichen Workout ab. Ich wünschte mir, dass es da eher eine App gäbe, die mir die Übungen ansagt. Das würde alles wesentlich einfacher und vielleicht auch effektiver machen. Eigentlich wollte ich ja nur ein kleines Workout machen, aber da ich eh schon warm war, habe ich mich einfach noch ein bisschen gestretched. Man sollte sich nämlich nie kalt dehnen, um Verletzungen vorzubeugen. Ich habe das Stretching-Tutorial von Gabby Fuller gemacht. Sie ist Cheerleaderin, genauer gesagt Flyer bei den Top Gun 005, falls euch das was sagt. Und sie ist unglaublich beweglich. Deswegen wollte ich endlich mal ihr Stretching-Tutorial ausprobieren. Ich glaube, es hat ungefähr insgesamt 40 Minuten gedauert und irgendwie war ich danach kaputter als nach dem Workout davor. Ich bin eigentlich recht beweglich. Ich tanze aktuell Ballett und war früher auch Cheerleaderin. Aber das Stretching-Tutorial war nochmal Next Level. Es war unglaublich effektiv und ich glaube, wenn man das Tutorial konstant immer wieder macht, wird man schon nach kurzer Zeit Erfolge sehen. Wenn ihr von mir mehr zum Thema Stretching sehen möchtet, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und dann überlege ich mir was für euch. Was ihr hier seht, ist übrigens schon mein Samstag-Workout. Ich habe nämlich am Freitag spontan einen Rest-Day genommen. Es war nämlich wieder richtig schön sonnig und warm in München und deswegen habe ich mich nach der Arbeit mit einer Freundin zum Sushi-Essen an die Isar gesetzt und mein Workout ausgesetzt. Am Samstag habe ich zum ersten Mal mit der Sweat-App trainiert. Ich kannte sie eigentlich schon seit längerer Zeit, habe mich aber nie dazu überwunden, sie mal auszuprobieren. Und erst am Freitagabend habe ich es mir nochmal näher angeschaut und dachte, ich probiere es mal aus. Falls ihr sie nicht kennt, checkt es unbedingt mal aus. Es gibt einen 7-Tage-Testzeitraum, den habe ich am Samstag dann begonnen. Und ich kann euch bereits jetzt sagen, ich habe mir nach diesen 7 Tagen direkt die Mitgliedschaft geholt, weil es mir so sehr gefallen hat. Ich habe als Workout das OG Bootcamp von Kayla Itzines aus ihrem Programm BBG Null Equipment gemacht. Und glaubt mir, das war definitiv das anstrengendste Workout der ganzen Woche. Das Workout war als Zirkel aufgebaut, es war glaube ich auch eine kleine Challenge drin. Wirklich fordernd, aber es hat auch irgendwie total Spaß gemacht. Vor allem dadurch, dass es als App gemacht wurde, sieht man auch immer den Timer und es wird auch die Übung angesagt. Das heißt, es ist im Gegensatz zum E-Book wesentlich angenehmer. Das Workout ging insgesamt nur 30 Minuten. Länger hätte ich es aber auch nicht ausgehalten, wenn ich ehrlich bin. Sonntag war definitiv der sportlichste Tag, den ich seit ganz langer Zeit hatte. Ich war nämlich mit Marina für insgesamt etwa 31 Kilometer radeln und spazieren. Ich war zwar zu Hause danach echt K.O., aber weil ich wegen der Sweat-App noch immer so gehypt war, musste ich unbedingt noch ein Workout davon machen. Sweat beinhaltet ganz viele verschiedene Programme diverser TrainerInnen, die man durchlaufen kann. Inzwischen habe ich mich aber für den Power at Home 1.0 Plan von Kelsey Wells entschieden und an dem Tag davon das Arme- und Bauchworkout der Woche 1 gemacht, was insgesamt etwa 35 Minuten gedauert hat. Und im Anschluss darauf war ich dann auch noch etwa 5 Kilometer spazieren, weil es so schön warm war und ich mir noch ein Eis holen wollte. Das waren dann aber auch schon alle Workouts der Woche. Teilt mir gerne in den Kommentaren oder auch auf Instagram mit, wie euch dieses Video gefallen hat und ob ihr in Zukunft gerne öfter solche sehen möchtet. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und aktiviert die Benachrichtigungen. Ihr kennt das Prozedere und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bye!